Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part New Super Mario Bros. U Deluxe. Heute starten wir mit dem Level Dilemma im Turm der Dornensäulen. Ach du heilige Kacke. Es hört sich schon mal wieder perfekt an zum Start. Man kennt's. Und es ist wunderbar. Hey, es wird immer besser. Es wird immer besser. Ein Unterwasserturm. Mit fucking Stachelsäulen. Was soll das? Weißt du, wie träge ich bei dem Shit bin? Und die andere Frage ist jetzt, kann man da rechts rein? Lol. Heißt es, man kann auch unten links rein? Ja toll, muss ich jetzt jeden scheiß Gang checken, oder wie sieht's aus? Ich check doch nicht jeden verdammten Gang. Aber den hier muss ich checken. Yo. Ich glaube, hier ist was. Nicht? Was? Ich brauche ein Power-Up. Ich brauche ein Power-Up. Und genau das Power-Up brauche ich. Und sicher die zweite. Und was wetten wir? Soll ich jetzt nochmal zurück? Ja, komm. Gehen wir nochmal zurück. Ah, wir können ja gar nicht mehr zurück. Scheiße. Denkfehler. Ach, leck mich. Ja, komm. Hör doch auf. So, jetzt werde ich eindeutig vom Spiel verarscht. Wurde auch mal wieder Zeit, dass sowas passiert. Also von dem her. Lul. Nein, da unten ist sicher noch ein Gang. Unten rechts, nein. Ich spasti. Oh. Ist sicher die dritte Starcoin. Oh, lol. Ah, ich kann ja stehen. Super Sache. Hier ist ein geheimes Dingenskirchens. Geht es hier auf Zeit? Ich hoffe nicht. Nee, hier geht nichts auf Zeit. Okay. Nur ein kleines Special. So. Wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus? Hier ist die dritte Starcoin. Panik. Das war richtig knapp. Und das war noch knapper. Ich habe den Jackpot nicht mal aktiviert, ich Idiot. So, egal. Reiner, reiner. Den Typen kurz fertig machen und dann die erste Starcoin nachholen. Lol, gibt's hier nicht mal einen Power-Up-Block? Wird es jetzt echt so schwer? Oh, Mann. Was macht er dieses Mal? Das letzte Mal hat er den Spin-Jump gemacht. Er springt nochmal. Lul. Ich treffe ihn auch nicht. Was ist das? Danke. Und steh auf. Eigentlich voll easy. So, einfach warten, bis er wieder aufsteht und drauf springt. Dann geht es locker fluffig. Locker flockig. Mein Deutsch ist wieder on the top heute. So. Eben die Starcoin schneide ich am Ende vom Part rein. Wer die sehen will. Wir wollen ja heute ein bisschen vorankommen. Oh nein, Geisterhaus. Das war's dann mal wieder mit dem Vorankommen. It's a short time. Buhu sind sie und Minzmeer, Geisterschiff, Haus, Dingenskirchens. So. Oh Gott, das fängt schon gut an. Spinjump. So, wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Wir haben hier... Lass mal kurz da drüben was checken. Ja, wann kommt der Block da unten? Dankeschön. Voll nett von dir, dass du heute auch mal kommst.
Muss fast so lange warten wie auf die Deutsche Bahn und da sind noch 100, eine Münze. 100 Münzen wären noch schön. Hä? Verarsch mich doch nicht, Mann. Wie komme ich da rein? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ist eh nicht relevant. Da ist sicher keine Starcoin und es war eine Starcoin dort. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ist da unten was? Okay. Hier ist mein Tod. Und eine Starcoin. Oder auch nicht? Hey, verarsch mich doch nicht, du Scheißspiel. Oh, muss ich mir jetzt gerade einen Facepalm geben. Ja, leck. Dummheit, die Stars. Man kennt's. Oh, der hat noch einen Tanuki-Anzug. Der sieht da besonders sexy aus in seinem Cosplay-Ding. So. Ne, mit dem kommen wir auf jeden Fall weiter. Wenn wir nicht verlieren. Oder wenn Luigi nicht so dumm wäre. Spiderschwein, Spiderschwein. Verpiss dich. Das ist sogar die erste. Okay. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen zu gründlich vor. Kann auch sein. Und das war's mal wieder mit dem Tanuki. Ja, komm. Was ist das? Das ist doch ein betrugtes Ding. Invisible Frame ausnutzen und... Wow! Betrug. Eigentlich war ich schon tot. Ich brauche einen Checkpoint. Gibt's hier überhaupt welche? Ja, leck mich am Arsch. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Aber ein Pilz. Pilze sind immer gut. Ja, auch die aus Holland. Jetzt muss ich wieder alles absuchen. Okay, schon gedacht, da ist was. Sag mal, sind denn die fucking Geister so schnell? Komm mal hier hoch, Schnucki. Danke. Wart mal. Ja, das war so klar. Hier oben ist sicher auch noch was. Warum sollte Nintendo zwei Wege einführen? Ah, deswegen. Lul. Secret Exit, wo bist du? Ich glaube, ich habe was verpasst. Ja. Safe. Auch die Starcoin holen wir am Ende vom Part nach. Das wäre dann schon zwei. Verdammt! Ich gehe da schon so gründlich vor und verkack's trotzdem. Man kennt es. So, das Schiff bricht auseinander und wir kämpfen gegen die Cheep Cheeps. Oder auch nicht. Minzmeer 3, Cheep Cheep im Höhenflug. Oder Cheep Cheep Höhenflug. Eins von beiden. Wir werden gleich sehen, wie es abläuft. Oh. Es geht in den Himmel. Oh. Oh, die Musik ist so schön.
Eben musikalisch ist es tatsächlich nicht das Beste. 2D Mario. Da fand ich jetzt beispielsweise. Komm. Ja, aber das ist nicht die erste Starcoin, oder? So, das war's dann mal wieder komplett. Ja, hey, kann ich jetzt mal da runter oder wie sieht's aus? Doch, das war die erste Starcoin. Aber ich brauch nochmal einen Yoshi. Hihihihi. Hahaha. Die Cheep Cheeps irritieren leicht. Ja, hör doch auf, Mann! Alter, die spammen doch! Bow-Spamming! Minecraft! Ich brauche jetzt meinen Yoshi da unten noch. Ja, lul. Hör doch auf. Hör doch auf, hab ich gesagt. Nee, ich brauche ihn nicht da unten. Aber ich bekomme hier noch einen neuen. Gut. Den dürfen wir am besten nicht verlieren. Komm hoch, Yoshi. Komm, Schnucki. Schönes Ding. Super Sache. Halt die Schnauze. Okay? Es ist so lächerlich. Warum muss ich mich immer für die dummen Level entscheiden? Das untere ist sicher so richtig locker, flockig, easy, peasy, lemon squeezy und das obere so, yo. Uns gehen die Ideen aus, deswegen kriegst du jetzt erstmal eine Kochstelle von uns. So. In Form von dem schlechten Level. Ich meine, man kann es ja auch übertreiben, oder? Ah, scheiße, wir müssen da runter. So, und jetzt hoch. Super. Jetzt am besten oben bleiben, weil wenn Yoshi weg ist, dann ist er weg. Zitat 2019. Oh, ich hab's geschafft. Ich wusste, dass die Stelle kommt. Ich hab's bei dummen Nintendo gesehen. Aber jetzt pass mal auf, es wird noch asozialer. Jetzt geht die Scheiße runter und kann noch in den Abgrund fliegen. Es ist so lächerlich. Es ist so unglaublich lächerlich. Was ist das jetzt schon wieder? Hör doch auf, mich verarschen zu wollen. Was ist es? Ich blick's gerade nicht. Ich blick's gerade nicht. Okay, gut. Super Sache. Dann sind wir hier auch durch. Phew. Und können mal den Char wechseln. Oh Mann, ich möchte Yoshi ins nächste Level mitnehmen. Das ist voll kacke. Aber eigentlich wäre es Cheaten ohne Ende. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Warte mal. Cheep Cheeps kurz durchlassen. Ja, jetzt hör doch mal auf. So. Wir müssen noch gegen die Cheeps. Igluglug. Wir müssen noch gegen die Cheep Cheeps kämpfen. Ich bin die Bassstimme im Hintergrund. Man kennt sie. Eine ziemlich schlechte, so wie es aussieht. Man kann mich mieten für 5 Euro pro Stunde. Aber nicht nur fürs Bass. Ich bin Geschäftsmann. Man kann mich auch für anderes mieten. So. Das war's dann mal wieder komplett. Mini-Pilz. Nein. Ah, lol, man kann Wasser hochlaufen. Lol. Was passiert jetzt mit dem Goomba? Ja, warte mal. Ich brauche ein gutes Timing. So. Und jetzt. Schön, dass die Funktion erklärt wird. Hey, ich komme da nicht rein. Okay. Wie habe ich das gerade gemacht?
Ach so, ich bin an der Wand entlang gelaufen und dann. Ah, okay. Das habe ich jetzt gerade auch nicht wirklich nicht realisiert. Hat ein bisschen gedauert. Lul. Ich bin tot. Wow! Wow! Nochmal wow! Wow! Nein! Es wurde auch Zeit. Es wurde Zeit. Ich hab's zu sehr provoziert. Luigi kann sich jetzt mal eine Pause gönnen. Der hat heute genug aufs Maul bekommen. Oh nein. Ja, hier gehst du. Im vorletzten Part war's so richtig kacke. Ich hab den Part erst gerade geschnitten und oh mein Gott, warst du scheiße, Junge. Dein Vertrag wird nicht verlängert. Es ist vorbei. Lululululul. Es ist so mühsam. Kann ich ihr hier irgendwo lang? Perfektes Deutsch. Wie Iglugluck. Ja, geh doch mal hoch, Mann. Nicht auf die Palme. Warte. Super Sache. So, Rainer. Gönn dir, mein Schatz, gönn dir. So. Denn wenigstens ein Level auf Anhieb korrekt. Ich glaube, ich überlebe die Scheiße nicht. Obwohl? Null. So. Renn, my boy. Ja, Mann. Ja, du darfst dich einmal selbst Gewinner nennen. Das hast du jetzt verdient, Toad. So, ich schneide euch jetzt noch die zwei Starcoins rein, die wir übersehen haben. Und ansonsten sehen wir uns gleich. So, wir haben zwei Starcoins in dem Part vergessen. Die erste ist eigentlich gerade hier bei der ersten Säule. Die beim zweiten Raum kommt. Der Anfangsraum ist ja einfach nur so ein paar Musikblöcke und so. Und hier ist dann, wie vermutet eigentlich schon, die erste Starcoin. Aber ich habe es erst später geblickt, dass man da auch lang kann, oder? Ja, genau, das hat das Level. Super. Dann fehlt uns nur noch eine. So, die Starcoin muss ich wieder mal nachgucken. Und zwar, scheiße, schon wieder zu weit. Ist hier oben eine Nische? Da geht es zum Secret Exit in dem Level. Und hier ist die Starcoin. Ich habe sogar zwei Sachen übersehen. Aber es ist eigentlich normal, dass, also meistens ist es so... Da kommen wir da gar nicht hoch. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ah, scheiße. Ich muss das richtig timen. So zum Beispiel nicht. Warte mal, was ist hier drin? Ist hier ein Power-Up drin? Ah, nur eine Feuerblume. Ist es überhaupt dort? Es ist so komplex. Nein! Jetzt warte mal. Nein! Hä? Oder ist es ein bisschen weiter vorne? Nee, das ist schon hier. Warte mal, wir müssen das richtig timen und... Das Timing ist extrem schwer. Aber ich denke... Wenn ich jetzt mal den Walljump schaffe, dann... Ah, Mann! Oder ist es ein bisschen weiter hinten? Das könnte auch ein bisschen weiter hinten sein.
Okay, hier ist es nicht. Und wir sind kleiner. Oh, ich glaube, hier ist es. Ja, das Timing ist ja noch beschissener. Und jetzt sind noch Buhus hier. Geil. Jetzt hätte ich es schaffen können. Hä? Was wollt ihr von mir? Ich gehe da jetzt gleich nochmal mit Ding. Dem Parasweet rein. Ja, aber es ist auf jeden Fall hier, nicht dort vorne, wie vorhin erwartet. Ja, safe. Heilige Maria, ich habe es mit dem Balljump geschafft. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe jetzt halt ein bisschen probiert und es geht tatsächlich ohne das Flughörnchen. Richtig nervenaufreibend, die Scheiße. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Münzen. Und im Hintergrund sehen wir das Wrack. Wow, sieht es geil aus. Sehen wir das beim anderen Exit auch? Ich wollte gerade sagen, kann man hier nicht den Secret Exit irgendwie erreichen? Warte mal, da probieren wir jetzt noch so ein Leben zu holen. Shit, bin ich gut! So, ich würde mal sagen, das war's dann mit dem Part. Wir haben alle Star Coins gesammelt, alle Secret Exits ausgelöst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch noch einen da. Wenn nicht, dann lasst mir bitte den Schuh. Wir machen das halbe Boot, ist doch kaputt. Und hier ist Treibholz oder so. Man kennt es. Und im nächsten Part sehen wir uns in dem Level als erstes, bevor wir zum Castle gehen. Tschüss und bis bald.